Und hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Folge von Wir müssen uns bereit machen, Far Cry 5. So, ich gehe mal ein Stück weg hier. Selbst die ganz Harten vergessen das oft. So, die labern nämlich wieder. So, ich habe es mir jetzt mal hier mit einem schönen kalten Glas Apfelsaft gemütlich gemacht. Und ich hoffe, ihr habt es auch gemütlich, denn ich habe uns einen neuen Wegpunkt markiert. Und zwar habe ich gedacht, wir gehen mal zu Dr. Charles Lindsay, dem Tierarzt, und schauen mal, was wir für ihn tun können, weil der ist gerade hier so in der Nähe. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Bock, ich hoffe, ihr habt es gemütlich und ich hoffe, wir gehen hier zusammen mal auf Tour und dieser Hubschrauber da hinten passt mir so gar nicht. Der soll aber jetzt erstmal nicht unser Problem sein. Wir schnappen uns jetzt hier mal ein Auto. Nehmen uns noch schnell die Prepper-Versteckinformation mit, bevor der Hubschrauber angreift. Wichtiges oder sowas? Kannst du mal... Die Sekte ist in der Wolfshöhle und fängt Wölfe, aus denen sie Judges machen. Dafür müssen sie gut ausgerüstet sein. Hm? Ich finde, wir sollten ihnen ihren Kram abnehmen. Ja, finde ich auch. Diesen Ort als Unterschlupf für die Verwundeten nutzen. Ja, wir laufen mal schnell zur fröhlichen Musik und schauen mal kurz, was wir... Haben wir eigentlich neue Waffen? Ich weiß, das ist jetzt... Was ist das eigentlich hier? Oh, das ist ein richtiges Gewehr, ne? Eine passende Ergänzung für das Arsenal jedes wild um sich ballernden Cowboys, der was auf sich hält. Ja, die klingt gut, die macht gut Schaden auch, also relativ. Relativ Schaden. Ich bin kein Freund von Maschinengewehren, ehrlich gesagt. Komme ich nicht so gut mit klar, habt ihr bestimmt schon gemerkt. Ich guck mal kurz, können wir überhaupt eine andere Waffe holen? Ja, das können wir. Ich hoffe, das kann auch eine so eine sein. Eine so eine. Sollen wir die mal kaufen? Ja, komm, die kaufen wir mal. Genau, und legen die auch mal direkt hier hin. Ich hoffe, ich vergesse nicht, dass ich die habe. Holzcowboy. Schön, die statten wir mal aus mit einem, Rotpunktvisier? Ja, Rotpunktvisier ist vielleicht ganz gut. So, was kostet denn die schöne Farbe hier? Die sind nicht teuer, ne? Sollen wir die mal schön machen? Hier sollen wir die mal schön machen? Hier so ein richtig unauffällig Rot. Heißes Metall. Ich finde, das passt doch zu uns, oder? Komm. Das leisten wir uns mal, damit ich die nicht verwechsel. Schalldämpfer? Nee, nee. Magazin? Warum nicht? So, dann Munition haben wir voll. Das ist schön. Munition gab es zusätzlich. Und Gegenstände hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon geguckt. Ne, bin mir nicht mehr sicher. Neue Aufnahme, wisst ihr schon. Gut. Ja, geil. Die sieht doch ganz nett aus. Mal gucken, ob wir damit umgehen können. So, dann schnappen wir uns mal ein Auto und fahren mal... Ja, bestimmt sind die sauer auf uns. So, wir fahren mal los. Wir haben noch keine Wegbeschreibung, aber vielleicht kommt die ja noch. Können wir da überhaupt so hin? Wir fahren mal hier so lang. So, und dann fahren wir hier mal links. Ne, wir fahren einfach mal hier links. Aber ich glaube, wir sind falsch. Na, weiß ich noch nicht. Oh, Straßensperre. Und da hüpfte ein Reh. Gut, Straßensperre heißt für uns. Heißt für uns. Guten Morgen! Oh, es war zu weit. War nicht weit genug, ne? Nicht so? So. Erste ging leider daneben. Aber das macht ja nichts. Dafür haben wir ja jetzt hier Ruhe. So. Was haben wir da oben? Nix, ne? Wer kommt da angeschaltet? Ja, ich muss mich noch an das... Oh, Moment mal kurz. Muss mir eben an das Gewehr gewöhnen. Aua, aua, aua. Wow, die hauen aber rein. Moment. Aua. Sekunde. Damit habe ich nicht gerechnet.
Tja, fängt ja schon wieder super an hier. Wo sind denn die jetzt hin? Kannst du mal die Fresse da halten, du dumme Kuh? So. Wer nicht will, der hat schon. So. Mensch. So, an unser Gewehr muss ich mich erst gewöhnen. War jetzt nicht der beste Zeitpunkt, sich daran zu gewöhnen. Okay. Dann gewöhnen wir uns mal bei Gelegenheit daran. So. Haben wir Face schon wieder so ein bisschen sauer gemacht. Und ich wünschte, wir könnten hier irgendwo abbiegen, weil ich glaube, wir sind auf dem falschen Weg. Was ist denn hier los? Warte mal, lass mich doch erstmal hier... Moment. Ah, Mist, ich konnte nur einen Sprengstoff herstellen. Das ist ein bisschen blöde. Ich baller hier rum. So. Na? Danke, Deputy. Alles gut? Hab gehört, dass du dich um John Seed gekümmert hast. Gut, dass du jetzt hier bist. Wir brauchen jede Hilfe. Ja, prima. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich brauche auf jeden Fall mal Hilfe, um zu diesem Wegpunkt hier zu kommen. Moment mal kurz. Ja, da führt gar keine Straße hin, ne? Ja, nicht so wirklich. Hätten wir da hinten rumgemusst. Ja gut, da müssen wir leider zu Fuß gehen. Ich lasse das Auto mal hier stehen. Sonst können wir hier noch ewig im Kreis fahren. Wir könnten ja vielleicht mal, wenn wir hier schon rumlaufen, Boomer mal mitnehmen. Der freut sich bestimmt. Geh mal Gassi, Boomer. Ja, hey. Na, geh mal Gassi. Ja, geh mal Gassi. Oh mein Gott, der ist so süß. Ja, dann komm mal mit. Komm, wir gehen mal ein bisschen spazieren hier. Über Berg und Tal. Kommen wir hier irgendwie hoch? Hoch, ja, aber da wahrscheinlich nie mehr runter, ne? Hm. Ich hätte jetzt gerne hier so ein... Oha. Kommt Boomer hier runter, wenn ich hier runterspringe? Ich hoffe... Ja, Boomer ist mitgeflogen. Ach ja, guck mal hier, eine wunderschöne Nacht. Irgendwo hier ist auch irgendwo der Mond. Da hinten ist der Mond. Der scheint auf uns herab. Ist ja fast wie im alten Eulenwald hier. Aber auch nur fast, denn hier fehlt eindeutig eine Eule. So, Boomer, dann gucken wir mal. Oh, sind wir schon da? Hubschrauber, nicht gut. Oh weia. Da
Ganz viele Geiseln sehe ich hier. Was ist, Boomer? Kommst du mit oder gehen wir hier alleine hin? Das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn die uns sehen, ne? Hinten ist auch noch jemand. Hinter dem Stein, der ist jetzt verschwunden da. Da ist er. Ja, er läuft da rum, ne? Er kriegt wahrscheinlich mit, wenn er nicht mehr da ist. Ich schick Boomer mal weg, damit dem nichts passiert. Geh mal schnell ins Körbchen. Weil ich glaube, ich mache mir wirklich tatsächlich mehr Sorgen um Boomer, dass ihm was passiert, als um uns. Und dann passieren hier schlimme Dinge. So, wir gehen mal ein bisschen hier... So, der andere kommt jetzt zurück. Das ist also kein guter Moment, den hier anzugreifen. Ich hoffe, die sehen uns hier nicht. Ich bin sicher, das dient dem Gemeinwohl. Moment. Wo geht der denn jetzt hin? So, er bleibt jetzt da stehen. Er kriegt das aber wahrscheinlich mit, wenn er... über die Wupper spaziert. Hilfe ist unterwegs, bestimmt. Ja, ja, Hilfe ist schon unterwegs, hast recht. Wo ist denn der andere jetzt hin? Wenn ich mir die Schulter ausrenke, komme ich sicher hier raus. Doch mal die Klappe. Kommt er jetzt zurück? Joseph hat diesen Deppen so viele Chancen gegeben. Oh. Was drehst du dich jetzt um? Jetzt kommt er zurück, ne? Ein paar Sünder, ist der Rest auf Linie. Mist. Moment. Die folgenden Sendungen verschieben sich um 30 Minuten. Hilfe ist unterwegs, bestimmt. Aber ich glaube, wenn das hier eskaliert, sind die Geiseln mal Geschichte. So, er geht, er kommt. Ja, warte mal noch mit deiner Schulter. Das ist vielleicht gar nicht so nötig. Erzähl nicht so widerliche Sachen. So, er ist schon mal Geschichte. So, den müssen wir jetzt auch mal direkt aus dem Weg legen hier. Komm mal mit. So. Jetzt kommt er zurück. Beziehungsweise er steht da jetzt, er geht da. Ne, er kommt hier lang. Moment. Hilfe ist unterwegs, bestimmt. Ja, Mann! Ich werde hier noch keine Geiseln befreien, weil wenn die jetzt durcheinander rennen, dann ist hier alles vorbei. Kommst du jetzt wieder hier runter? Komm doch nochmal hier rüber. Schon gut, sie lassen mich sicher bald frei. So, er kommt. Wenn ich mir die Schulter ausrenke, komme ich sicher hier raus. Ich habe nämlich auch ein bisschen Angst, dass ich hier noch jemanden nicht auf dem Schirm habe. Ja. Joseph hat diesen Deppen so viele Chancen gegeben. Schon gut, sie lassen mich sicher bald frei. Ich halte sie alle für erbärmliche Feiglinge. Hilfe ist unterwegs, bestimmt. Kannst du mal da stehen bleiben? So, jetzt bleibt er stehen. Ja, fall ins Wasser. Sehr gut. Schon gut, sie lassen mich sicher bald frei. Mist, jetzt geht die Nacht vorbei. Schade, ich hätte das gerne im Schutz der Dunkelheit gemacht. Nicht, dass das irgendwas ausmacht. Aber ich fühle mich dann immer unbeobachteter.
Was ist mit ihm? Wird er hier von irgendjemandem beobachtet? Nicht so wirklich, ne? Der fehlt nicht, oder? Wenn der da zeitliche segnet, dürfte das nicht ganz so schlimm sein. Das kommt alles in Ordnung. Vielleicht lassen Sie uns laufen. Schön unten bleiben, ne? Schön unten bleiben. Wo ist der Typ? Sie werden uns nicht töten. Kannst du mir bitte helfen? Nein, ich kann jetzt gerade nicht. So, wieder schön im Bliss. Oh, 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 oh. Schnell hier rein. Puh. Sie werden uns nicht halten. Wo ist denn der Hubschrauber, den ich da vorhin gesehen habe? Machen wir einen kleinen Bogen hier rum. Ein Büschlein wäre schön. Und zwar schnell. So. Alter, da habe ich nämlich einen nicht auf dem Schirm gehabt. Hilfe kommt. Ganz bestimmt. Wo geht er denn jetzt lang? Ja, ist halt schwierig, ne? Moment, Moment. Ich bin noch nie eine Geißel gewesen. Oh, 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 oh. So, er geht da noch. Hm. Ich mir doch erst ihn. Guckt der gerade? Ne, der guckt nicht. Meinen Geschmack haben Sie nicht genug Angst. Was zur? Nix. Puh. Ich hoffe, er fehlt nicht. Ich hoffe, das hat keiner mitbekommen. Ja, doch, sie haben es mitbekommen. Das ist schlecht. Oh. Moment, Moment, Moment. Sollen die sich erstmal beruhigen? Ich hoffe, die beruhigen sich. Oh mein Gott. Wer steht mir bei? Moment. Ups. Ups, das war keine Absicht, dass dem seine Tanks explodieren. Es tut mir leid, der eine musste leider daran glauben. Das war jetzt nicht der Plan, aber immerhin haben wir die beiden gekriegt. So, ihr habt Glück, ihr wart weit genug entfernt. Hast du die Hose gemacht? Ja, ich mir auch. Ja, ein Glück. So, dann lass mal ihn auch frei. Mein Gott, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Rookie reicht. Kannst du mal mit mir reden, du hast eine Information. Das alte Kings Hot Springs Hotel wäre eine super Operationsbasis. Es lässt sich leicht verteidigen und man hat freien Blick in alle Richtungen. Der einzige Nachteil ist, dass es da höllisch spukt. Das Kings Hot Springs Hotel, okay. Oh, du liebe Zeit, was haben die mit den Menschen bloß angestellt? Hey. Ja, ja, ich hol dich. Moment. Hey! Hey! Bitte! Ja, ja, Moment. Ja, ich helfe dir sofort. Kleinen Moment. Hey! Hey! Bitte! Bitte hilf mir! Alles klar. Ja, ja, ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Hey! Hey! Bitte! Bitte hilf mir! Oh, da
Danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Dr. Charles Lindsay. Ich gehöre zu einer Gruppe, die sich südlich von hier im alten Gefängnis verschanzt hat. Faith und ihre Angels versuchen seit Tagen, uns zu kriegen. Ich habe hier draußen nach einem Weg gesucht, sie zu stoppen, als mich die Sekte erwischt hat. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, die Angels anzulocken. Aber die Zutaten für den Köder sind in meiner Tasche. Und die haben die Peggys in den Teich geworfen. Und ich kann nicht schwimmen. Ich weiß, tut mir auch leid, aber ich muss dich bitten, sie für mich zu holen, bitte. Ja. Toll. Hole die Tasche des Tierarztes. Findet ihr eigentlich auch, dass die manchmal sehr leise reden? Ich hoffe, es ist okay für euch. Ich weiß, ich frage früh, aber es ist so. Manchmal reden die halt wirklich leise und ich kann das auch nicht gesondert einstellen. Ich versuche das schon immer beim Schneiden so ein bisschen hochzuziehen, aber manchmal klappt es einfach nicht. Also verzeiht mir bitte, ich kann nichts dafür. So, wir holen. Na, wieder schön ins Bliss. Der arme Mann, kein Wunder, dass der Halluzinationen hat. Moment, ich bleib mal eben hier oben. Toll. Wie kommt denn das jetzt in diese Höhle da rein? Der Sünder ist da unten! Ernsthaft? Der Sünder ist gleich tot. Kannst du das nehmen? Hast du? Sichere das Gebiet. Okay. Oh, Hilfe. Ja, ich sichere das Gebiet. Eine Sekunde. Komm hoch. Rookie. Komm schon. Oh, hallo. Nick! Auf dem Weg! So, ich hoffe, Nick schießt jetzt nicht diesen Hubschrauber auf uns. Ich habe unseren Gast gefunden! Hohoho! Herzlichen Dank! Hör auf zu knurren! Aua. Bitte, ich hab ein Problem. Ist das dein Ernst? Was glaubst du, was ich hab? So, hier hab ich doch gerade einen runterspringen sehen, ne? Wo willst du denn hin? Alter. So. Da hinten sehe ich auch noch welche. Was schießt denn da auf uns? Ich weiß, du hörst mich. Ich weiß, du siehst mich. Na. Ihr seid aber auch unkaputtbar, wa? Bleib jetzt liegen, Mensch. Nein. Alter, nein, gib mir mein Gewehr wieder zurück. Hallo? Ja, ist gut. So, jetzt zu dir. Entschuldige, ich heiße Charles. Alle nennen mich Doc. Aber ich bin nicht so ein Doktor. Ich bin Tierarzt, aber so wie es im Moment aussieht, auch der Notarzt hier. Schusswunden zunähen ist wirklich was anderes, als Kälber zur Welt zu bringen. Das sag ich dir. Tut mir leid. Ist doch egal. Die Sache ist die. Ich bin über etwas gestolpert, das die Angels anzieht. Das heißt, wir könnten sie zusammentreiben. Ich wollte einen Feldversuch starten, aber der ist schiefgegangen. Verdammte Sekte. Mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich länger hier draußen unterwegs bin, gehe ich nur drauf. Ich muss zurück zum Gefängnis. Kannst du mir helfen? Ich habe eine Liste mit dem, was ich brauche. Wenn du alles findest, haben wir vielleicht eine Chance zu überleben. Hm.
Was? Sammle eine unbeschädigte Schwarzbärenhaut und sammle zwei unbeschädigte Pronghornhäute. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ja, wenn ich sie denn finde, dann tue ich das, aber das machen wir nebenbei. Ich werde mich jetzt nicht eine Stunde lang auf Pronghornhautsuche begeben, meine Güte. So, ihr Lieben, dann mache ich es mir mal hier an den heißen Quellen gemütlich und ich sage, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Dabeisein und sage bis bald im alten Eulenwald. Passt gut auf euch auf, bleibt kuschelig und gehabt euch wohl.